Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich ein Schmaltier aus der Decke schlage. Und das Tier, ja, vom Wildbrett her war es eher nicht große Stärke, eher ein schwaches, man sieht da die Beckenknochen da. Der Schuss war, ja, recht gut, aber mal schauen. Oh, schauen Sie, wenn Sie da angreifen, da sieht man hoffentlich immer dumme. Aber das werden wir gleich sehen. Anfangen tue ich wie beim Reh immer beim vorderen Lauf. Den schärfe ich auf. Voll bis da oben. Das ist ein Lammhäutemesser von Dick. Recht gut mit dem Rotbild. Schon gern mit den aus der Decken. Dann mache ich das schön frei. Schauen Sie, was da der Jager gemacht hat, das taugt mir nicht gar so. Warte, wenn ich jetzt sagen muss, was passiert ist. Da hat der Jäger da reingeschnitten. Besser ist, wenn er da reinschnitt. Da. Weil da hängt ein Hackl ein, dann ist mir das zu lang, dann hängt das oben bei der Rohrbahn, dann kommt mir das aus dem Decken, kann ich das Filter auf der Rohrbahn nicht schieben. Und den LKW kriege ich es nicht aufgeladen. So, jetzt gehe ich dann auf die Seite. Da das Gleiche. Da schärfe ich runter. Und da ja bis zum. Immer schauen, dass man schön sauber bleibt. Wenn es viel Haar aufbringt. Da wieder das Gleiche. Da schneide ich die Sehne an. Und so. Was ich dann noch mache, wenn es liegt, ich schneide die hinteren Läufe weg. Wenn Sie da schauen, da ist eine Wölbung oder eine Vorhebung. Da schneide ich den Lauf weg. Das spürst du mit dem Finger. Geht's flach, da gibt es so ein Nubbel, wie man auch sagen mag dazu. Dann nehme ich das Messer, schneide beim hin und her und weg ist er. Da wieder das Gleiche. Dafür spüren Sie, da schauen Sie, man sieht es vielleicht sogar, dass da ein bisschen Erhebung ist. Und da mit dem Messer das geht aber beim schweren Hirsch, überhaupt kein Problem. Fahren wir hin und her und weg geht's. Was ich dann noch ein Rotbild mache, das ist da aufschärf. Da muss man aufpassen, dass man nicht in die Schollen nicht zu Ende kommt. Aber da kommt man erst in den Schollendeckel. Da passiert nach Oberschall eh noch nicht zu so viel. Dann mache ich das. Und da das Gleiche. Da muss ich ein bisschen schon. So. Upsala. Jetzt hänge ich es auf. Diese Drehhaken im Rücken ein bisschen länger sein für Rotbild, aber für die leichten Stücke geht es noch. So, jetzt ungefähr der Höhe. Das passt jetzt. Jetzt fange ich wieder an wie beim Rehwild. Auf der linken Seite tun wir leichter. Schauen Sie da. Wir müssen schauen, dass man die Haut. Die weiße Haut zwischendrin ist. Schau's. Sehen Sie das? Schau's.
Schau, wenn wir da muss man aufpassen, dass das, da müssen wir jetzt die, wenn das jetzt nicht wirklich da reißt sein. So, schauen. Ein bisschen auf Zug halten. Das ist so eine Bindehaut zwischen Fleisch und Decken. Da muss ich eine. Das ist schön. Dann reißt das noch schön raus. Warte auf. Und da wieder das Gleiche. Da muss ich aufpassen. So, was man sieht, das ist so schön. So, man zieht das an. Jetzt mache ich noch das Gleiche. Da. Und aufpassen, dass man mit die Haare nicht zu viel als Fleisch aufbringt. Weil das brauche ich nachher alles nicht wegputzen. Was sauber ist, ist sauber. Da brauche ich noch nicht. Und du auch. Mein Gott, das ist nicht vermeiden, dass ein paar Haare drauf sind. Das ist so. Wie ich da habe, da beim Träger, ist auch ganz wichtig, dass man da die. Schau, da muss ich rein. Schau, das. Da muss ich. Da, das ist immer die. Wenn das jetzt reißt, das wird einreißen. Da muss es schon, dass man die so genau so. Ja, das passt mir die gut. Das passt so. Und da ist gleich. Da fahren wir. Und das Hängende, das verkehrt um abziehen. Das mache ich nur bei Rotwild bis zu 50 Kilo. Weil nachher wird es mir jetzt schwer, weil ich muss es noch umhängen. Du hast der Vorteil eigentlich nicht mehr da gegeben. Aber so wie es bedenkt, Gewicht, das hat 40 Kilo, 39 hat es gehabt. Und ich hoffe, dass das passt. Schauen Sie, jetzt ist das so. Ah, da reißt eine Chance, wenn wir aufpassen. Da auch ein bisschen, da müssen wir ein bisschen anschneiden. Und jetzt geht das eigentlich schon da los. Jetzt müssen wir auf der Seite noch einschneiden, das ist wieder die schwierigere Seite, das ist die rechte Seite von mir. Fliegenschwanz. Aber ein bisschen Übung kriegt man wahrscheinlich schon hin. Wie ich sage, ist alles Übungssache. Gehen wir da rüber. Schauen wir mal. Da rein, man muss noch reinkommen, dass man da nicht ins Fleisch zu reinkommt, dann reißt das ein. Und wenn es einmal einreißt, die ist auch keine Tragik. Es ist ja von der Menge her, ist es von der Fleischmenge, was der Verlust ist, ist ja gar nichts. Wahrscheinlich sind eben mehr Hämatome drin, wenn man es dann ewig schmeißen muss. Also, ich bin ein bisschen stolz auf das Ganze. So. Da. Ist auch noch da. Wichtig ist, dass man da einschneidet. Das wollte halt aus, aber dann los ist. So, jetzt werden wir es probieren. Da wieder ein bisschen. Schatz. Schatz. Da heißt er jetzt. Da ist der Ausschuss, da muss man aufpassen. Will in die Höhe fahren, weil es nieder ist. Schaut, da reißt er. Da muss man schauen, dass so. Und ruhig ein Zug. Ein bisschen mit Zug machen das Ganze. Bitte? Ah, oh, du erschreckst mich. Danke. Schaut, und da zieht man es mal.
Jetzt gehe ich auf die Seite her. Dann haben wir das gleiche. Auf Zug. Ich bin so, wenn sie den Mantel runter tun, dann ist es nicht so kalt und nicht so nass. So leichter. Und sie ziehen es ein bisschen leichter. Im Lauf. Da schneiden wir es anders und leichter. Ja, das. Das gleiche. Man sieht ein bisschen leichter. Das hätten wir jetzt. Hier schneiden wir noch einen Wedel weg. Also, weg ist er. Nochmal hinten da noch eine. Und da eins. Und was jetzt nochmal? Ich löse immer den Träger. Löse ich hängen da schon an. Aber tut mir noch leichter. Das ist aber. Jetzt fange ich da an. Da. Ich hatte immer so einen Schwung nimmt der Hals. Und das gleiche noch einmal. Der Träger ist schon fast ausgelöst. Du hast nicht viel Fleisch drauf.